ein Video und zwar heute City Skylines. Die meisten kennen es schon. Unter anderem gibt es auch so einen kleinen GTA 5 Mod, womit man dann zum Beispiel gucken kann, wie die Welt von GTA 5 ausschaut, dort auch bauen kann und so weiter und so fort. Da haben sich ein paar Leute wirklich Mühe gegeben. Die Modding-Branche da geht auch richtig ab. Steam Workshop ist total überfüllt mit Mods von City Skylines. Aber wir wollen uns erstmal das Spiel ein bisschen angucken. Machen dazu ein neues Spiel. In oder auf der Karte. Irgendwo, wo schön geeignetes Baugebiet ist. Ah, hier sieht es gut aus, aber kein Schiff. Na, wir wollen schon alles, also das hier wäre ganz nützlich. Wir beginnen. Mal schauen, und wenn es euch gefällt, dann können wir da auch gerne mehr Folgen raushauen. Also, das ist gar kein Problem. Aber jetzt schauen wir uns erstmal das Spiel an. City Skylines. So, ja, ich kenne mich damit mehr oder weniger schon ein bisschen aus. So, jetzt haben wir hier am Anfang nur eine Straßenanbindung und müssen diese jetzt fortfahren. Wir haben auch nur ein Budget von 70.000 am Anfang, was nicht wirklich viel ist für den Bau einer Stadt. Und müssen jetzt erstmal Häuser da platzieren, ganz einfach. Hier können wir die Wohngebiete und sonstige Gebietsabgrenzungen festlegen, um eben Häuser entstehen zu lassen. So, wie wir sehen, haben wir aber gar keinen Einwohner bis jetzt. Das ist auch nicht verwunderlich, das ist so normal. Wir müssen jetzt erstmal ein paar Gebiete anschaffen, ganz einfach. So, wir fangen erstmal an mit so einer kleinen Abbiegung hier. Wir müssen dann am Ende auch dafür sorgen, dass die Leute hier rein und raus fahren können und dass es gut gelingt und keinen Stau ergibt. Unter anderem dann auch mit Wasser und so weiter verbinden, was wir jetzt auch direkt tun. Hier ist Wasser. In welche Richtung fließt es? Das ist auch ganz wichtig. In die, dann können wir hier eins davon und eins davon platzieren und brauchen natürlich Abwasser und normales Wasser. Deswegen machen wir das ganz einfach so und schließen das dann bis hier hinten an, damit die Leute auch schön Wasser kriegen. So. Gut, jetzt brauchen wir noch Strom. Strom ist auch ganz wichtig. Dazu machen wir erstmal eine Windmühle hier. Schauen wir mal, dass die ein bisschen entfernt bleibt. So ungefähr. Die Häuser schließen sich dann gegenseitig nämlich an. Und es ist dann gar nicht mehr so schlecht. So, mal schauen, was haben wir hier? So, Wind, die ist jetzt in Kraft. Aber die schließt sich nicht an. Da müssen wir eine kleine Verbindung rüber bauen, damit wir da auch Strom kriegen. So, und zwar geht es hier eigentlich darum, nur so eine kleine Stadt zu errichten, ja, und sich ein bisschen was aufzubauen, so. Das ist eigentlich der Hauptsinn des Spiels, sag ich jetzt mal. Und ja, deswegen, jetzt müssen wir erstmal hier Leute ansiedeln lassen. Die kommen hier von der Autobahn. Man kann das dann später natürlich noch ein bisschen strukturierter machen. Und ja, hier bauen sie sich jetzt gerade an. Wir können das Spiel ein bisschen verschnellern. Ja, so, mal schauen. Jetzt machen wir natürlich weiter. Wir versuchen ein Gewerbegebiet auf jeden Fall auch zu entwickeln. Erstmal hier. Man hat jetzt bisher nur die einfachen, jetzt gibt danach auch die großen und die dicht besiedelten. Das sind jetzt die gering besiedelten, was auch viel angenehmer für die Bewohner ist, ganz einfach, weil ihr wollt ja auch lieber das Ganze schön ruhig haben und am besten allein in einem großen Haus leben, anstatt ja, überall die ganzen anderen Typen, Leute, was weiß ich, zu sehen. So, wir brauchen unter anderem auch ein Industriegebiet. Das möchte ich jetzt aber vorerst ein bisschen außerhalb platzieren. Deswegen machen wir das hier. Wir müssen so einen kleinen Kreis dann am Ende bilden. So, Industrie brauchen wir. Gut. So, das reicht erstmal, glaube ich, an Industriegebiet. Wie ihr seht, ist hier unten auch die Nachfrage eingeblendet. Geld und so weiter und so fort. Personen, die Zufriedenheit. Klar, jetzt haben die hier kein Wasser, haha, lustig. Ach so, die sind. Ach ja, jetzt weiß ich auch, woran das liegt. Ganz einfach, weil wir das verbinden müssen. Daran habe ich jetzt nicht gedacht, aber dazu bauen wir einfach hier so einen an. Eine Verbindung. So, jetzt kriegen die auch Strom, Abwasser etc. Wasser generell kriegen die jetzt auch. Man muss natürlich alles immer verbinden, das ist auch ganz wichtig. Sonst wird das Ganze nichts. So, hier hinten auch. Einmal zack. Zack. Rüber und jetzt hier einmal Strom von hier nach da, damit die Industrie auch arbeiten kann. Unter anderem müssen die aber auch eine gute Autobahnanbindung haben. Das werden wir dann aber später ergänzen, dass wir das Ganze hier mit der Autobahn verbinden und das Industriegebiet dann hier auch noch hinreicht. Dazu aber später mehr. So, mal schauen, wir müssen jetzt das Gebiet so eingrenzen, sage ich jetzt mal, damit
die Bewohner nicht zu nah am Industriegebiet sind. Da versuchen wir dann auch die Müllabfuhr etc. Hinzuschicken, mehr oder weniger. Dann haben wir da die Möglichkeit. Und das ist auch gut so. So, da brauchen wir auf jeden Fall schon mal. Ich wollte hier sowas wie einen Kreisverkehr einbauen. Wollte ich auf jeden Fall machen. Das müssen wir mal gucken. Wir haben hier ein bisschen viel Ausgaben. Das liegt daran, da wir ein bisschen hier zu viel Budget setzen. Für unsere jeweiligen Sachen. So, weitere Optionen, ja. Können wir hier so ein kleines. Ich würde hier gerne so eine kleine Kreuzung setzen. So einen kleinen Kreisverkehr. Sowas ähnliches, ja. Weil ich habe hier am Ende noch mehr vor. Man kann die Stadt natürlich immer wieder ausbauen. Man kann auch Straßen etc. entfernen. Hier rein und auch hier rein. Habe ich hier noch was vor. Ganz wichtiges. Mit diesem Kreisverkehr später mal. So, die haben keinen Strom. Ah ne, die kommen, die haben zu wenig Strom. So sieht's aus. Da müssen wir das Budget ein bisschen erhöhen. Wir können hier das Budget so anpassen, dass die Leute dann zufrieden sind. Und ihr seht, jetzt geht auch das Geld wieder hoch. Die Leute ziehen hier ein. Also sind mehr oder weniger gut zufrieden. Na, noch. So, jetzt haben wir unseren ersten kleinen Meilenstein. Also nicht unser Meilenstein, aber schon ein bisschen was haben wir. So, jetzt schauen wir mal. Wir müssen gucken. Hier haben wir genug Fläche. Stromausfall. Ah, okay, wir müssen das Budget erhöhen. Auf 110% bei Strom. Da muss man nämlich nichts Neues bauen, wenn man das ein bisschen erhöht immer wieder. Na, sind sie auch nicht zufrieden mit? Doch, sind sie. Okay. Ah, teilweise. 120. Beim Bau, ja genau. Und wir können dann auch später Hochstraßen bauen oder auch so Hochstraßen bauen. Dann, damit man eben keinen Stau verursacht und das alles hier gut, der Verkehr gut durchfließen kann. Können wir auch später mal machen. So Sonderstraßen errichten, das werden wir auch tun. Von da zum Beispiel nach da, je nachdem, wie wir es halt mal später benötigen sollen. Jetzt bauen wir aber weiter. Ich hätte ganz gern hier so eine kleine Verbindung zum Industriegebiet da hinten. Ja. Müssen wir aufpassen mit dem Geld ein bisschen. Ja, müssen wir die eine Industrie weghauen. Dann machen wir hier halt noch ein kleines erweitertes Industriegebiet hin. Nicht so viel. Bis dahin, ja. Bis dahin. Die kriegen keinen Strom. Okay, dann müssen wir schauen, dass die ein bisschen mehr Strom kriegen. Wir erhöhen mal ganz kurz hier das ganze Wasser. Wir müssen aber gerade im Moment noch so ein bisschen aufs Geld aufpassen. Deswegen dürfen wir da jetzt da nicht gleich raushauen. Weil besonders am Anfang ist es wichtig zu schauen, okay, wie geht's mit der Stadt voran. Man kann auch Kredite aufnehmen, wie man möchte. Ist halt je nachdem. Aber das werden wir auch später etwas genauer tun. So, bis jetzt sieht es ja schon mal gar nicht mal so schlecht aus mit unserer kleinen Stadt. Wir machen hier ein paar Wohngebiete auf jeden Fall noch hin. Ein Gewerbegebiet kommt jetzt hier hin. Ja, nicht zu viel. Sonst haben die am Ende keine Arbeiter. Ne? Lieber mehr sie ansiedeln lassen. Das ist wichtig, erstmal Personen herkommen lassen hierher. So, mal das Ganze verbinden. Und hier gleich mit den Wasserwerken los. Was soll mit den Wasserwerken los sein? Achso, liegen da hinten. Ja. So, mal schauen. Man muss hier wirklich immer gucken, wie es den Leuten geht, sonst hauen die ganz schnell ab. Okay, ich sehe schon, hier wird es langsam zu wenig. Hier sieht man zum Beispiel, dass auch so eine Windturbine ziemlich viel Lärm verursacht. Ah, das ist halt so ein Problem. Deswegen, ich versuche die so ein bisschen da zu platzieren, wo es nicht zu viel Lärm verursacht. Zum Beispiel hier ein bisschen außerhalb. Man muss wirklich schon auf die Zufriedenheit, besonders gegen Ende, achten. Weil die Bewohner werden ganz schnell unzufrieden. Das wäre nicht so toll. So, wir haben da oben Wasserprobleme. Aber ihr seht schon, das Ganze ist hier mehr oder weniger alles auf Planung, wie man mit dem ganzen Thema hier umgeht und so weiter und so fort. Es dauert auch eine Weile, bis man sich selber hier reinfindet. So eine Mülldeponie machen wir jetzt da hinten, haben wir gesagt. Weil, wie ihr seht, auch das ist auch ganz wichtig, der Gestank. Der breitet sich in der ganzen rosanen Zone aus. Und deswegen am besten im Industriegebiet, weil da stört es keinen. Ja.
Aber muss auch eine gute Autobahnanbindung haben. Wir werden später dann hier noch Gebiete hinzukaufen, damit wir da eine bessere Anbindung haben. So, ausgehende Verbindung. Aha, da haben wir noch eine. Das können wir dann auch später mit dieser verbinden. Hier zum Beispiel so. Ist aber jetzt im Moment ein bisschen zu teuer. Deswegen werden wir jetzt höchstwahrscheinlich hier trotzdem auch ein bisschen was machen hier. Ja. Nötig ist es noch nicht. Deswegen bauen wir hier nur so einen kleinen Ansatz schon mal hin. Weil das Problem ist, wir brauchen dann, wenn das nicht verbunden ist, zum Beispiel immer für entsprechende Entfernungen die richtigen, na, für Entfernungen die richtigen Möglichkeiten, sag ich jetzt mal. Also wir müssen gucken, dass zum Beispiel das da, wenn hier Häuser entstehen, dann wir auch eine Polizeiwache, Feuerwehrwache hinmachen und so weiter und so fort. Also es ist viel zu beachten in der Welt von City Skylines. Und man muss da auch ein bisschen aufpassen, auf jeden Fall. So. Okay, ja, wir müssen das Budget jetzt erstmal hochsetzen für Strom. Da haben wir nämlich die meisten Probleme. Die ganzen Leute, die kommen mit dem Strom nicht klar. Besonders die Industrie nimmt natürlich sehr, sehr viel Strom weg. Hier würde ich ganz gerne nur wenig noch setzen. Nicht mehr so viel. Ja, so muss es passen. Dienstleistungen, jetzt haben wir hier auch Kranken. Arztpraxen, ja, so sieht's aus. Arztpraxen. Die Arztpraxen würde ich ganz zentral bauen. Sehr nützlich. Zum einen mag das die Bevölkerung natürlich sehr. Und ja, wir müssen wieder Strom bauen, klar. Am Ende werden wir dann auch hier Kohlekraftwerke etc. bauen. Wir können auch hier ein Kohlekraftwerk eigentlich hinsetzen. Das ist eigentlich auch kein Problem. Machen wir mal. Wir müssen nur gucken, dass wir hier wirklich dann am Ende die Wohngebiete nicht zu nah an diese Lärmbelästigung / Industriegebiete heransetzen. Das ist sehr schlecht. Eine Grundschule, auch ganz wichtig. Machen wir am besten dahin, wo wir am meisten Wohngebiete haben, ohne was abzureißen. Das ist natürlich hier im Kreisverkehr sehr nützlich. Bildung ist auch ein sehr wichtiges Thema in City Skylines. Um zu gucken, okay, wie sieht es da aus? Gibt es Probleme bei der Bildung etc. Kohlekraftwerk. Benutzt Kohle zur Erzeugung. Ja, das ist mir klar. Umweltverschmutzung. Aber ist sehr nützlich. So. Okay, jetzt das muss ein bisschen arbeiten dann noch. Okay. Ja, wir müssen trotzdem ein bisschen auf. Oh, was ist da los? Ein Haus brennt. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Feuerwehr. Ja, und da kommen gleich die Feuerwehrmänner. Und wie ihr seht, das Haus wird gelöscht. Zack. Und weiter geht's. So, und die haben Stromprobleme, sehe ich hier. Ja, das ist natürlich schlecht. Sollte natürlich nicht passieren. Und naja, mal gucken. Wir werden dann auch in den nächsten Plays, wenn ihr gerne möchtet, schauen, dass wir Kredite aufnehmen. Ein Gebäude ist abgebrannt. Eieiei. Man muss die Gebäude hier auch zum Beispiel manuell entfernen. Was ist da los? Kein Strom. Oh, oh, das wird kritisch. Ja, dann bauen wir mal hier jetzt wieder eine Windturbine hin. Zack. Verbinden. Aber wir haben nicht genug Geld. Da müssen wir kurz warten. 660. Machen wir hier hin lieber. Man kann auch die Steuern erhöhen. Was wir jetzt auch machen werden. Weil sonst die Bürger ganz, ganz schnell abhauen. Wenn wir die nicht anderweitig hier zufriedenstellen. Wir werden jetzt ganz kurz hier die Steuern auf 13% erhöhen. Und dann die Verbindung bauen. So. Wie ihr seht, sind jetzt auch mehr Einnahmen und die Bürger sind aber wieder ein bisschen zufrieden hier. Kriminalitätsrate ist zu hoch. Wir brauchen auf jeden Fall auch eine Polizeistation jetzt dann. Aber verbinden, man muss hier immer drauf achten, Leute. Das ist halt ganz krass. Muss immer darauf achten, dass alles funktioniert. Und so verbrannte Gebäude oder verlassene Gebäude sind sehr unproduktiv. Da muss man auch aufpassen, auf jeden Fall, ja. So, Kriminalitätsrate ist zu hoch, sagt der eine. Dann brauchen wir eine kleine Polizeistation hier, wie ihr sehen könnt. Eine Polizeiwache. Auch sehr zentral bauen, ist immer ganz wichtig. Ohne etwas abzureißen, am besten hier so in dem Bereich. So, dann haben wir auch gleich eine bessere Kriminalitätsrate. Und, ja. Gut, jetzt werde ich die Steuern manuell hier im Steuernfenster wieder ein bisschen zurücksetzen,
Wäre aber hier in den Dienstleistungen, weil hier kann man es dann gleich mehr machen, Stadtplanung, Besteuerung und so weiter, gleich mal ein bisschen vorbeugen. Man kann zum Beispiel auch den Stromverbrauch hier sparen, ja, ganz wichtig. Man kann Wasser sparen, Rauchmelder verteilen, das kostet ziemlich viel, aber dafür wird die Feuergefahr sehr erheblich gesunken. Weil ihr könnt euch vorstellen, wenn das eine große Stadt wird, eine viel, viel größere Stadt, dann wird es natürlich mit der Zeit ein bisschen viel, ne? So, wir haben eine sehr, sehr hohe Nachfrage an Wohngebäuden. Machen wir hier. Bis hier geht es noch locker. So, wir können jetzt auch hier unsere Stadt erweitern, so ein bisschen. In ein paar mehr Gebiete und Viertel einteilen. Wir werden jetzt hier auch ein paar Wohngebiete ansiedeln lassen. Hier kriegt einer kein Wasser, das ist nicht gut. Die Grundschule soll schon Wasser kriegen. Kriminalitätsrate hier hinten ist so hoch, steht hier. Man kann natürlich, um diese auch zu senken, ja, jetzt weg, auch das Budget natürlich der Polizei erhöhen. Man kann ja von jedem das Budget erhöhen, damit das Ganze eben funktioniert. Wenn auch die Krankheitsrate hoch ist, dann kann man da dafür auch sorgen. Wir werden jetzt mal von allem ein bisschen die hinuntersetzen, das Ganze. Bildung ist schon wichtig, das lassen wir mal auf 100%. Alles andere soll so bleiben, so. Neue Dienstleistungen, man kann dann auch später hier zum Beispiel die Freiheitsstatue setzen und so weiter und so fort. So, Strom ist wieder ein Problem. Das ist mein Hauptproblem, Leute. Strom ist einfach mein Hauptproblem. Brauchen wieder ein Windkraftwerk hier hin. Auch aufpassen immer, nicht zu nah an der Stadt bauen. Ganz wichtig, Lärmbelästigung. So, das Haus will nimmer. Mal schauen, was haben die jetzt hier für ein Problem. Oder konnten sie, doch, die konnten sich schon verbinden. Die anderen haben Wasserprobleme. Und wie ihr seht, jetzt heben sich auch ein paar Probleme wieder auf. Auch bei Strom. Und wenn man die Budgets setzt, muss man auch hier wirklich aufpassen. So, damit wir jetzt auch Wasser. Kein Wasser. So, rüber. Gut. Mal schauen. Hier können wir auch noch Leute ansiedeln lassen. Kleines Gewerbegebiet. Hier habe ich dann später vor, die Uni zu setzen und die anderen Schulen. Deswegen werden wir jetzt hier weniger machen. Zack, zack. Dahinter setzen. Na, wir warten erstmal ein bisschen, wie sich die Stadt so entwickelt und auf was die Nachfrage bleibt. Also jetzt ist hier immer noch hohe Nachfrage nach natürlich hier Wohngebieten. Ne? Aber im Moment geht es eigentlich ganz gut. Wir machen auch Fett Plus. Also das sieht ganz gut aus bis jetzt. Und ja. Mal schauen. Also kaufen Sie neues Land. Wir können jetzt dann auch hier noch die Plätze freischalten. Ich würde als nächstes dann diesen hier machen. Da haben wir ziemlich viel Land. Das ist mir sehr wichtig. Wir haben hier schon einen See, aber davor müssen wir sonst so noch das Ganze anbinden und so. Also da ist noch Zeit hin. Das kostet nämlich 4500. Ne, das brauchen wir nicht. Also noch nicht. So. Stromprobleme. Verbunden ist er. Wasser. Funktioniert bei allen, außer bei diesem hier. Wir können auch direkt ein bisschen Wasser verbinden hier. Ein bisschen nach oben. So. Strom kriegen jetzt wieder ein paar Leute Probleme. Natürlich, wenn die sich erstmal hier einfinden und ihre Stromgeräte kaufen, dann ist es immer so ein Thema mit Strom. Und das ist bei mir irgendwie ganz schlecht, das Thema. Ausgangsleistung 50. Ja, der hat jetzt schon viel Ausgangsleistung im Gegensatz zu den anderen. Aber er produziert zu wenig. Noch zu wenig. Ich verbinde das jetzt hier mal. Dann haben wir nämlich die Möglichkeit, von diesem Kohlekraftwerk auch für die Stadt Strom einzuspeisen. Wie ihr seht, und die Stromprobleme sind behoben. Deswegen werden wir das Strombudget jetzt wieder ein bisschen runtersetzen. So. Geringe Zufriedenheit. Man soll einen Stadtpark errichten. Okay. Machen wir mal so einen richtig schönen Spiel. Ne, machen wir einen Stadtpark, oder? Ja, so einen kleinen Park. Aber auch da, wo viele Leute sind, vielleicht hier, direkt im Kreisverkehr, damit so viele Leute wie möglich davon profitieren können. Jetzt da hinten durch. Jetzt sollte das Ganze eigentlich gut funktionieren. Und da wir jetzt das Kohlekraftwerk auch für die Stadt angeschlossen haben, was ich total vergessen habe, können wir auch wirklich das Budget hier runtersetzen. Jetzt haben wir genug Stromversorgung.
Und da gehen wir dann schön ins Plus, wie ihr sehen könnt, jetzt schon. Und haben 2500 Einwohner schon. Also das geht ganz gut. Und sind schon im Jahre 2016 angelangt, wie ihr unten links sehen könnt. Und die Stadt läuft. Ja, ist doch schön. So, als ersten kleinen Anhang hier. So. Wenn jetzt hier dann noch so einen kleinen Park oder sowas errichten. Das entscheide ich dann aber noch, was wir hier hinbauen. Da können wir auch ein bisschen noch was hineinführen. So, und hier auch. Zack. So, sehr hohe Nachfrage auch im Industriebereich. Schauen wir mal, da können wir auf jeden Fall noch das verantworten. Und das wird schon ziemlich nahe. Da will ich dann noch vielleicht noch ein paar Gewerbegebiete hin tun. Aber das ist schon nah an der Stadt. Das würde mir jetzt zum Beispiel eher nicht gefallen. Ich würde erstmal vorschlagen, das so ein bisschen zu lassen. Wir können ja dann hier noch ein paar Wohngebiete, Gewerbegebiete ansiedeln lassen. Unter anderem hier. Ah, 2600. Hier. Kann man ja Wohngebiete setzen. Da und da und da und da und da und da. Ja, und ihr seht, die Leute ziehen hier ein und sie mögen es. Ja? Und das ist wichtig. Man muss nur gucken, wirklich, sind alle gesetzt. Kann man hier schauen, dass die genug Strom, genug Wasser kriegen. Wenn die Häuser nebeneinander liegen, dann schließen die sich gegenseitig an mit dem Strom, aber Wasser nicht. Da muss man immer ein bisschen aufpassen. Strom jetzt gerade im Moment ein bisschen, dann machen wir das auch hoch auf 95. Muss gucken, sind die Probleme jetzt gelöst, ja. So, der eine kriegt kein Wasser. Also man muss hier wirklich auch ein bisschen schnell sein, ja. Sonst sinkt die Zufriedenheit von den Bewohnern ganz schnell. Und das wollen wir natürlich nicht. Bietet keine kleine Lagerräume, ja. Und da oben ist immer so ein Tweet, was wir gut machen, was wir schlecht machen und so weiter. Ja. Auch ganz nützlich. Gewerbegebiete sind sehr gefragt. Da können wir hier noch auf jeden Fall nachlegen. Oder hier. Man braucht aber für eine gewisse Anzahl an Gewerbe- und Industriegebieten auch Bewohner. Das ist ganz wichtig. So, wir werden jetzt hier hinten jetzt erweitern. Das Industriegebiet. Dann werden wir das jetzt zum Komplett-Industriegebiet machen. So. Wie ihr seht, ist hier auch ziemlich viel Umweltverschmutzung im Gange. Also, das was so ausschaut, ist auch so. Also das Ganze hier, der schwarze Boden und so, das kommt alles von der Industrie. Und deswegen sollte das wirklich nicht so nah hier an den Wohngebieten liegen. Das ist halt wirklich mies sonst. Und so wie wir es jetzt gemacht haben, passt es, keiner beschwert sich, im Moment ist alles in Ordnung noch. Ach, wieso kommt da hinten kein Wasser hin? Jetzt schon, ja. Und was ist hier los? Auch kein Wasser. Verbinden wir einfach. Das Wasser geht nämlich alles unterirdisch, während der Strom eigentlich hauptsächlich überirdisch funktioniert. Eieiei, was ist jetzt da los? Alles miteinander verknüpfen, ne? Boah, jetzt geht's aber hier los, du. Wasserprobleme, dann setzen wir mal Wasser ein bisschen hoch. Müll. Alle beschweren sich über den Müll, dann müssen wir das Budget von der Müllabfuhr ein bisschen erhöhen. Strom jetzt. Immer wieder was Neues. Na dann 110% bei Strom erhöhen. Gut. Deswegen muss hier auch wirklich aufpassen. Hier zum Beispiel haben wir jetzt direkt mal vergessen, Wasser zu setzen. Was auch mit der Zeit kritisch wird und dann verlassen die das Gebiet. So, Gebäude abgebrannt. Ah, ich würde für das Gebiet hier, fürs Industriegebiet, würde ich nochmal eine extra Feuerwehr setzen. Mache ich hier auch. Ja. Das ist auch immer schlimm mit den Industriegebieten. Muss man wirklich aufpassen. Ein Friedhof brauchen wir jetzt auch mal langsam. In der Nähe des Industriegebiets ist ja ganz gut aufgehoben. Dienstleistungen, genau, jetzt können wir auch hier Busdepots machen und dann unsere eigenen Buslinien gründen. Und die Route der Busse auch richtig schön bestimmen. Das werden wir aber auch zentral machen. Busdepot, was nicht genügend gebildete Arbeiter. Okay, wir müssen mal die Bildung erhöhen. Das steht davor natürlich. Hier eine kleine Oberschule, wie ich ja schon vorhin gesagt habe. Wollen wir hier ein bisschen Bildung reinbringen.
muss nur gucken, wo das überhaupt hinpasst. Ich wollte es eigentlich hier machen, direkt neben der Grundschule, aber er will nicht. Die Polizeiwache, Grundschule. Mal schauen. Wir werden auch später ein bisschen die Bildungsprojekte unterstützen, dann müssen wir hier ein paar Wohngebiete verweichen lassen. So, ein bisschen mehr Bildung. Und dann schauen wir mal in der nächsten Folge, wie es weitergeht mit dem Busdepot, wo wir das hinsetzen wollen. Und ja, die da oben haben zu wenig Arbeiter und der hat zu wenig gebildete Arbeiter. Na dann können wir schon... Nee, können wir noch nicht. Dann setzen wir ein bisschen das Budget für die Bildung hoch. Dem Lehrer ein bisschen mehr Geld zukommen lassen. Ne? So, das ist verknüpft. Hierhin, neues Gebäude, ja, ich weiß. Ja gut, dann setzen wir das Busdepot irgendwo hin, weil das ist hauptsächlich eigentlich egal. Ne? Wichtig ist eigentlich nur, dass die Busse richtig fahren. Die Stadt braucht mehr Strom. Nicht decken, okay. Ja gut. Wir können auch so eine Windturbine setzen, so eine fortschrittliche. Die wäre dann hier. Ja, da. Machen wir mal. Von allem so ein bisschen und verbinden das hier mit der Stadt, dann kann die Leistung nämlich weitergegeben werden. So, und dann können wir auch das Budget für den Strom ein bisschen runtersetzen. Ach, jetzt beschweren sie sich alle. Okay, dann machen wir wieder ein bisschen mehr. So vielleicht. Ja, so ist gut. Gut, dann schauen wir in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Und ja, dann werden wir mal einen Kredit vielleicht aufnehmen, die Buslinien beschäftigen, etc. Mal schauen, wie es weitergeht. Hier, jetzt haben wir ja schon 3700 Einwohner. Ja, bis zum nächsten Mal, Leute. Gebt dem Video doch einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat, für mehr. Und ja, dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.